take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flori am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Die Liga Nationen Hybrid SPC steht an. Die dritte fortgeschrittenen SPC Hybrid Ligen und Hybrid Nationen. Die beiden SPCs haben wir schon abgeschlossen, findet ihr auf meinem Kanal. Und jetzt gibt es Liga Nationen Hybrid. Da bekommen wir als Gruppenbelohnung das FIFA 19 Trikot untauschbar logischerweise und 12.000 Münzen. Und das schauen wir uns heute an. Und ja, ich möchte euch zeigen, wie das Ganze wieder günstig, billig gemacht wird. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, es geht hier um SBCs. Also falls ihr an SBCs in FIFA 19 interessiert seid, dann lasst gerne ein Abo da. Und 5.000 Abonnenten haben wir jetzt fast geschafft. Also lasst gerne ein Abo da. Falls ihr neu seid, 100 Likes gibt es hier als Ziel raus. Zerstört den Like-Button und kommentieren. Was habt ihr ausgegeben für die SBC und was habt ihr gezogen in den Packs? Wir machen das jetzt heute so, bunte Mischung und fortgeschritten machen wir als erstes. Dann machen wir erstmal die beiden Sets auf und dann können wir uns danach um Schwer- und Hybrid-Meister. Hier schon mal zu den beiden letzten. Da ist es notwendig, Loyalität zu haben. Das ist schon mal vorab jetzt für euch. Und oben bunte Mischung und fortgeschritten, da ist es nicht notwendig. Die machen wir jetzt erst am Anfang. Legen wir also los. Bunte Mischung ist die erste SBC. Und da sehen wir jetzt links die Voraussetzungen, Nationalitäten, genau 3 Ligen, genau 2 Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4 Spieler aus derselben Liga, maximal 6 und Teamgesamtwertung mindestens 77, also logischerweise Goldspieler nutzen, Teamchemie mindestens 100 und ja, hier auf jeden Fall nicht 1:1 nachbauen, wie ich euch jetzt immer sage, geht gerne mit einer anderen Kombi, schaut, was ihr im Verein habt, ihr müsst einfach nur die Formel von dieser SBC verstehen. Und ja, das erste, was ich hier gemacht habe, ist, wir haben uns eine Nation rausgesucht. Einmal in dem Fall hier Serbien. 2, die aus der Calcio A kommen, 2 Innenverteidiger, die dann zum Torhüter linken. Der kommt aus Italien. Und die dritte Nation ist dann Spanien. Und ja, hier haben wir natürlich den ZM, Rodoja, 450 Münzen. Ebenfalls Serbe, der dann zum Innenverteidiger linkt und hier die spanische Liga quasi aufmacht auf der linken Seite. Rechts dann die Calcio A. Wie gesagt, mit Italienern drauf achten, weil Nationalitäten genau 3. Und dann haben wir die beiden Ligen mit Calcio A und mit der Liga BBVA abgedeckt. Wie gesagt, ihr könnt das komplett unterschiedlich machen, mit Deutschen gehen. Schaut einfach, was ihr im Verein habt. Da gibt es Abermillionen von Möglichkeiten. Das ist nicht die einzige. Und es muss auch nicht 1:1 dieser Rechtsverteidiger sein. Es gibt ganz viele in der Calcio A zum Beispiel Rechtsverteidiger, die Italiener sind. Genauso wie mit dem ERM und ZM. Aber ich zeige euch kurz trotzdem, was habe ich ausgegeben. Erstbesitzer, Kranio, De Silvestre, 600 Münzen, 500 Münzen. Ihr seht, es ist auch relativ billig. Tomovic für 300, Lato, Cristante, Erstbesitzer, Radoja. Also bekommt ihr auf jeden Fall hin. Raul Garcia in dem Fall jetzt hier Erstbesitzer. Conti, 500 Münzen, Loron, Erstbesitzer. Und Johnny LM, ebenfalls Erstbesitzer. Also es müssen hier auch keine LMs, beziehungsweise linke Flügel und rechte Flügel sein. Könnt ihr LM und ERM gerne benutzen. So, und in dem Sinne schicken wir das Ganze jetzt ab. Ein Premium-Goldspieler-Pack bekommen wir dafür. Das machen wir, wie gesagt, gleich sofort auf. Aber vorher kümmern wir uns jetzt hier um die zweite SBC, fortgeschrittenen SBC. Tausche ein Team mit 5 Nationen und 3 Ligen ein. Also hier wieder ähnliches Prinzip. Und hier bekommen wir 1500 Münzen und Pack für. Nationalitäten genau 5, Ligen genau 3. Spieler mit derselben Nationalität maximal 3. Spieler aus derselben Liga maximal 4 und Teamsatzung 78, also hier auch wieder primär Goldspieler. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Silberspieler benutzt, weil wir hier auch High-Rated-Spieler benutzt haben, wie ein 80er Weigel oder ein 82er Ruiz zum Beispiel. Und ja, hier auch wieder einfach die Formel beachten, das ist jetzt eine von den Möglichkeiten. Es gibt auch noch eine zweite und eine dritte Möglichkeit, wie man das hier aufbauen kann. Aber ihr seht es teilweise ja schon, oben geht ihr einfach dann mit einer Nation und einer Liga. In dem Fall jetzt 2 Dortmunder, der Perfect Link also. Und dann hier vorne haben wir jetzt mit dem RM 2 aus Berlin. Hier müsst ihr halt, wie gesagt, darauf achten, dass es eine dritte Nation, eine zweite Nation mit im Spiel ist, weil Nationalitäten genau 5 drin sind. Also haben wir dann Deutschland, wir haben Österreich, wir haben Spanien unten rechts, wir haben links dann die Mexiko-Ecke mit dem einen Argentinier, wie ihr hier seht. Und dann kommen wir genau auf die 5 Nationalitäten. Und hier müsst ihr, wie gesagt, auf den Perfect Link aufpassen. LV, Innenverteidiger. Und ja, das ist so die grobe Sache. Torhüter und Innenverteidiger mit dem RV. Hier auch der Perfect Link, RV und IV. Und
Ja, das ist so die Formel oben rechts. Wie gesagt, da könnte auch wieder, wie eben schon gesagt, ich wiederhole mich, mit einer komplett anderen Liga, keine Ahnung, Italien zum Beispiel gehen, in die Premier League gehen. Schaut, was ihr im Verein habt, schaut, was billig ist, was günstig ist. Und hier links seht ihr es, da sind wir mit drei Argentiniern aus der gleichen, aus dem gleichen Verein gegangen. Mit drei Mexikanern, nicht Argentinier. Und der Argentinier kommt ebenfalls aus dem gleichen Verein. Und ja, wir gehen kurz durch. Sergio Erstbesitzer, 600 Münzen für Mario Gaspar. Victor Ruiz als 82er, nur 700 Münzen. Ayala 300, Acosta dann 1,2, der teuerste, glaube ich. Sogar Lazaro 350, 400 Weigel, Rode 350. Celerayan 450, Aquino 1000 Münzen. Der ist sehr, sehr teuer, da müsst ihr drauf achten. In dem Fall habe ich den jetzt hier für 1000 gesniped bekommen. Aber wie gesagt, ihr könnt da auch mit einer anderen Liga gehen und Nation. Und ja, vorne Selke, Erstbesitzer. Und ja, wie gesagt, das Prinzip müsst ihr einfach anwenden. Sehr, sehr simpel. Und ja, ich würde sagen, wir schicken das Ganze ab. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte das alles. Und dann schicken wir das Ganze ab. 1500 und das Münzen. 1500 Münzen und das Pack bekommen wir dafür. Und dann gehen wir jetzt zurück in den Shop. Transfers schauen wir später. Packs ansehen. Zwei Packs haben wir. Und dann gehen wir gleich zu den anderen beiden SPCs. Primo Gold Spieler Pack. Pack Nummer 1. Nichts als Spieler drin. Also es könnte was Gutes drin sein. Hashtag Packluck in die Kommentare. Und dann machen wir das Pack auf. In 3, 2, 1 und let's go. Komm schon, ey. Hau einen raus. Wird's ein Wandspieler? Ne, wird's nicht. Brasilianer MS? Raphael, 81er nur noch, kein 82er. Das ist eher enttäuschend, das Pack. Mal schauen, was wir noch drin haben. Ein Aurier. Oh, und 5-Sterne-Skill Vinicius Junior. Mal gucken, ob der noch was an Wert hat. Ja, er ist am Sinken. 3K nur noch. Mal gucken, Aurier, Rechtsverteidiger, auch ein bisschen was an Wert, sehr gut. Kalou, Havertz. Gut, nehmen wir alle Spieler, nehmen wir die ganzen Spieler mit. Gut für SPCs, auch für euch. Behaltet die, je nachdem, ob ihr noch SPCs machen müsst. Und jetzt das seltene Goldset. Machen wir auf. Oder seltenes Goldpack, besser gesagt. So wie es da steht. Eine Wand oder nicht? Keine Wand. Aber es wird Arnautovic, 82 Arnautovic. Ist der noch was wert? Puh, ist lange her, dass ich den abgecheckt habe. Schauen wir direkt mal nach. Ich freue mich noch nicht. Und Jamie Vardy drin. Let's go. Das ist mal richtig, richtig gut. Und was hat er noch für... Ach, es... Ah, schade. Nicht mehr so viel wert. Bitte, Vardy, sei noch 20k wert. Jawohl. 20k Jamie Vardy. Let's go. So muss es sein. So muss das aussehen, wenn man SPCs macht. Und dann noch ein Herrera. Drei Spieler nur. Die ist tatsächlich nicht mehr drin. Also, besser geht's nicht. Drei Spieler und dann Arnautovic und Vardy. Für roundabout, ja, alles zusammen jetzt vielleicht 30k mit dem anderen Pack noch auf jeden Fall drin. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Packen wir alles jetzt hier in den Verein und dann gehen wir zurück und machen die anderen beiden SPCs. Und ja, ich würde sagen, hat sich mega gelohnt. Also, Alter, krass, richtig geil. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt und dann geht es jetzt weiter hier mit der Schwer-SPC. Tausch ein Team mit 6 Nationen und 6 Ligen ein. So, stellt sich also die Frage, was müssen wir für die Schwer-SBC machen? Ich würde auch sagen, die beiden sind generell die schwersten. Schwer- und Hybridmeister, da kümmern wir uns wie gesagt jetzt drum. Und wir gehen direkt rein in die SBCs. Wie gesagt, die beiden Packs haben wir jetzt schon aufgemacht. Und jetzt bekommen wir hier Megaset Nationalitäten. Genau 6 Ligen, genau 6 Spieler aus derselben Nationalität. Maximal 2 Spieler aus derselben Liga, maximal 2. Teamsammlung mindestens 80, Teamschmiede nur 89. Und auch hier wieder, was ist die Formel für die SPC, was müsst ihr machen? Ihr seht es teilweise schon, wir sind hier links zum Beispiel mit einem Perfect Link gegangen, gleicher Verein, gleiche Nation, ebenfalls hier Stürmer und der ZM, in dem Fall ist es ein ZDM, ist aber kein Problem, braucht keine Position Change Karte, warum, zeige ich euch gleich. Dann sind wir hier mit 2 Engländern aus der Premier League gegangen, Wiltshire und Keane. Linksverteidiger ist wieder irgendein Random Guy, das ist komplett egal. Dann sind wir hier mit 2 Italienern gegangen, aus von AC Mailand, also hier auch wieder der Perfect Link und rechts ebenfalls Bellarabi und Weiser bilden den Perfect Link. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch mit dem RM und ZM Perfect Link bilden, beide Stürmer Perfect Link. Das ist komplett egal, wie ihr es machen wollt. Schaut einfach, was ihr im Verein habt und bildet dann das Team so, wie ihr es wollt. Der Random Guy, das muss einfach ein Typ sein,
der muss halt aus einer Nation sein, die noch nicht vorhanden ist und aus einer Liga, die noch nicht vorhanden sind. Dann kommt man auf eine Liga, bei der Liga genau auf 6 und bei den Nationalitäten auch genau auf 6. Ja, und das ist wie gesagt die Methode von dieser SPC. Falls Fragen da sind, gerne in die Kommentare oder bei Instagram anschreiben, überhaupt keine Probleme. Da habe ich eben noch einem geholfen. Und ja, hier auch wieder einfach darauf achten, Teamgesamtwertung eine 80, also gucken, dass er High-Rated-Spieler holt und nicht 75er oder sowas. Das ist hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja, und was hier ganz, ganz wichtig ist, ist die Loyalität. Wir gehen kurz ganz schnell durch. Donnarumma ist ein Erstbesitzer, hat also somit Loyalität Weiser gekauft, den aber 10 Spiele spielen lassen in unserem Verein. Loyalitätsglitch, zeige ich euch gleich auch mal kurz, wie der geht. 650 Münzen für Caldara, Erstbesitzer dann wieder Keane und Tierney ebenfalls 1,5 dann für Bellarabi, 10 Spiele spielen lassen, Denisov auch 10 Spiele spielen lassen, auch gekauft, Wilshere Erstbesitzer, Christian Tello Erstbesitzer, 650 Münzen für Smolov und dann Loren 650 brauchte aber auch kein Erstbesitzerbonus. So, und für die, die jetzt gar nicht wissen, was Loyalität ist, möchte einfach nur kurz sagen, also Erstbesitzer haben generell Loyalität drauf. Das ist hier einmal das grüne Wappen links. Und wenn ihr jetzt einen auf dem Transfermarkt kauft, für Coins, wie jetzt zum Beispiel Bellarabi, dann bekommt ihr einen Erstbesitzer-Bonus, also plus 1 Chemie, wenn ihr 10 Spiele gespielt habt. Und da möchte ich jetzt kurz zurückgehen, wie kann man das Ganze machen. Loyalitätsglitch kennt man eigentlich von alten FIFAs auch noch. Ihr geht einfach auf Einzelspieler, Team of the Week oder Spiele gegen das Team eines Freundes. Geht ins Spiel rein, der Anstoß muss passieren. Dann drückt ihr Start, wenn, keine Ahnung, von der Uhr 5 Sekunden oder so runtergelaufen sind. Schließt das Spiel, startet neu und dann haben die plus ein Spiel drauf. Das Ganze geht dann nicht auf die Bilanz. Ihr könnt das Spiel auch direkt verlassen. Dann geht das Ganze aber die Niederlage auf die Bilanz drauf. Also da müsst ihr bitte dran denken. Und sonst ist alles dazu gesagt. Findet man aber auch genug Videos auf YouTube. Schicken wir das Ganze also ab und haben damit schwer abgeschlossen. Bekommen das Megapack. Hoffen natürlich wieder auf Pack Luck. Und jetzt gehen wir Hybrid Meister. Da brauchen wir auch wieder Loyalität. Nicht auf allen Spielern. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Nationalitäten genau 9, Ligen genau 7. Teamgesamtwertung mindestens 82, also auch wieder hohes, hohes Rating. Teamchemie eine 86. Anzahl Spieler im Team sind 11. Und hier auch wieder, was für eine Methode habe ich angewendet. Einmal hier fangen wir mit der Bitte an. Das hier ist Betis Sevilla. Also gleicher Verein, 3 unterschiedliche Nationen logischerweise, weil 9 Nationalitäten genau. Rechts sind wir dann mit Mexikanern gegangen und dann mit einem aus dem gleichen Verein, aber einer anderen Nation, in dem Fall Brasilien. Und links geht es weiter, dann mit 2 Milan-Leuten, auch aus unterschiedlichen Nationen und dann wieder die gleiche Nation aufgegriffen, in dem Fall von Çalhanoğlu die Türkei und Toprak in die Innenverteidigung gestellt. Und dann sind hier mit Glick und mit Horn 2, die überhaupt gar nicht zueinander linken oder gar keinen Link bekommen, aus der französischen Liga und aus der zweiten deutschen Liga, eine Nation und eine Liga, die ebenfalls noch nicht einfach hier mit drin ist. Das ist so das Prinzip. Wie gesagt, darauf achten, 82er Rating ist ein hohes Rating, wird euch auf jeden Fall auch einiges kosten und wir gehen kurz durch. Horn hat uns 1,3 gekostet, auch den haben wir mit dem Loyalitätsglitch auf plus 1 Chemie gebracht, sodass wir auf 86 Gesamtchemie kommen. Philippe ist ein Erstbesitzer, hat also schon Loyalität drauf. Glick, 2000 Münzen haben wir auch einmal 10 Spiele spielen lassen, genauso wie Toprak. Corona hat, braucht gar keinen Loyalitätsglitch. Bodibusch, Erstbesitzer, dem haben wir einen Position Change gegeben, vom ZOM zum ZM. Ebenfalls genau auch das mit William Carvalho gemacht. 2-1 haben wir für den bezahlt, mussten somit also auch keine Loyalität auf den anwenden. Genauso sieht es bei Çalhanoğlu auch aus, 1-9 für den bezahlt. Von LF zum LF, LM gemacht, brauchte also auch keine Loyalität. Und die drei hier vorne, Borini braucht Loyalität, haben wir 10 Spiele spielen lassen, 1-1 für Borini. Sanabria, 450 Münzen, hat gar nichts gekostet. Und Vela, 1-3. Und dann schicken wir das Ganze auch ab. Wie gesagt, ihr seht links, rechts, die Mitte und dann unten 2 Off-Leagues quasi benutzen und Off-Nations. Und dann hat sich das Ganze. Wir bekommen die 12.000 Coins gut geschrieben und wir holen uns das Trikot ab. Diesmal gibt es als Gruppenbelohnung kein Pack leider und haben das Ganze jetzt hiermit abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst gerne auf jeden Fall ein Like da. Und 12.000 Münzen, sehen wir es da, haben wir jetzt im Verein. Das Trikot packen wir auch in den Verein und haben jetzt wieder 73.000 Münzen.
und gehen jetzt in den Shop und schauen uns mal an, ob wir Päcklack haben. Eben ging es ja schon richtig gut ab mit Wadi. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal richtig gut gefreut. Und dann fangen wir jetzt an mit... Fangen wir mit dem Megapack an? Wir fangen einfach mal mit dem Megapack an, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Wieder ein Wadi, nehme ich gerne mit. Wieder 20k safe drin. Und was haben wir? Eine Wand schon mal, das ist sehr, sehr gut. Frankreich, ZM, das ist Rabiot. Den haben wir schon im Verein, 83er. Ja, es geht besser, es geht auch schlechter. Aber komm, immerhin eine Wand. Ah, und jetzt ein Sarah noch hinten drin. Nee, oh Gott, sieht gar nicht gut aus. 76er, wir gucken nach ganz hinten zu den Duplikaten. Team Witness, Position Change Karten nehmen wir gerne mit. 82er Luis Alberto noch. Packen wir auf die Transferliste. Den Rest schicken wir in den Verein. Überhaupt kein gutes Pack, wie ich finde. Seltenes Spielerpack jetzt das letzte Set. Nochmal Hashtag Packlack in die Kommentare und dann machen wir es auf. Und hoffen jetzt auf einen guten Spieler. Ein Walkout vielleicht mal. Wäre nett. Die Wände sind wieder da. Und? Das ist Strootman, oder? 83er Strootman. Spielt jetzt bei Marseille. Kann man nicht mehr zufrieden sein. Wir hoffen jetzt einfach auf einen Sarah hinten drin. Oder ein Promise oder... Cater. Was bringt Cater noch? Der könnte was an Coins bringen. Oh, nur noch. Ah. Ich hätte gedacht, der kostet ein bisschen mehr. Vielleicht 10k. Trotzdem nehmen wir mit. Valbuena. Weiser haben wir eben benutzt. Ja, und das war's. Trapp. Also, können wir nicht wirklich zufrieden mit sein. War die wohl dann unsere beste Wahl in Sets. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich konnte euch helfen. Und wenn ja, lasst gerne ein Like da. Kommentieren nicht vergessen, was habt ihr ausgegeben und gezogen. Abonnieren, wenn ihr an SBCs interessiert seid. Und in dem Sinne sage ich bis zur nächsten SBC. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.